Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Jawohl. It's my birthday, it's my birthday. Na na na, my friend. Nein, Vanessa hat heute Geburtstag. Ja, ich wurde schon um 0 Uhr überrascht mit einem riesen Blumenstrauß. Und heute Morgen wurde ich nochmal überrascht. Meine Mama ist zum Frühstücken gekommen und Philipps Eltern. Also wir haben bei Philipps Eltern gefrühstückt. Und dann habe ich nochmal einen Blumenstrauß gekriegt. Ja. Und ein paar Geschenke und ja. Wir sind noch in den Vorbereitungen. Wir sind noch in den Vorbereitungen und Philipp tut gerade noch Luftballon mit Helium befüllen. Sie hängen jetzt da oben. Da. Und wir haben jetzt ein bisschen geschmückt. Ja, jetzt werden wir uns noch fertig machen, umstellen, ein paar Kleinigkeiten vorbereiten und euch jetzt einfach erstmal dabei mitnehmen. Und dann erzähle ich euch, was überhaupt heute für eine Party stattfindet, was für ein Motto es gibt. Hallöchen, ich bin gerade im Bad von Philipps Eltern. Meine Mama ist zu Besuch und hat blaue Lidschatten. Und ich habe sie gefragt nach dem Lidschatten und sie hatte blauen echt dabei. Deswegen schminke ich mich jetzt hier. Und warum ich überhaupt blau aussehe, liegt daran, weil ich eine Motto-Party mache. Und es ist eine Rainbow-Party. Und sozusagen jeder ist anders angezogen. Hat eine andere Farbe an. Ich habe blau, Philipp hat grün. Die anderen Gäste haben andere Farben. Genau, danach ist natürlich auch alles geschmückt. Musik ist tatsächlich nicht so danach. Musik habe ich eher so meine Lieblingslieder rausgesucht. Es gibt verschiedene Cocktails. Es gibt zu jeder Farbe einen anderen Cocktail, also oder ein anderes Getränk. Ich habe zu blau Eisbonbonlikör gemacht selber. Und ja, zu lila gibt es einen Cocktail. Es gibt Erdbeer-Daiquiri zu rot, aber alkoholfrei. Alkoholfrei Mojito oder Hugo, je nachdem wer was möchte. Was gibt es noch? Wein, Sekt, Lillé, beziehungsweise das neue Little Rose aus dem Aldi, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist ein mega guter Tipp. Schmeckt so vielen so gut. Und ja, ich mache mich jetzt fertig. Und wir zeigen euch nachher noch, wie wir alles vorbereitet haben und wie wir auch noch alles verändern werden. Es wird nämlich dunkel, aber das seht ihr natürlich nachher alles und wie wir feiern. Und jeder, der kommt, hat auch eine Kiste vorbereitet oder irgendwas und bringt auch ein paar Snacks mit oder Getränke oder sonst was.
Und wir sind schon gespannt, wer was mitbringt. Das seht ihr natürlich auch alles. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Vanessa, Happy Birthday to you. Durch die Worte. Wünschst du was? Ja. Schon gewünscht. Muss es laut aussprechen. Jetzt essen wir, oder? Nein, ich darf es nicht laut aussprechen. Muss laut aussprechen. Aber ich kann das Gegenteil ja sagen, oder? Was du dir nicht wünschst? Ja, mein Wunsch ist nicht. Darf man das? Ja? Nein, lieber nicht. Okay. Bringt doch nicht so viel Glück. Scheiße. Und der Regenbogen weiß, was sie sich gewünscht hat. Gerade wenn man 22 ist. Oh. Ich beende jetzt endlich mal dieses Video. Wir haben es an meinem Geburtstag vergessen, waren zu erschöpft, haben noch aufgeräumt, spät abends. Und es war natürlich ein Sonntag. Ja. Und die Tage darauf war immer irgendwie was los, deswegen konnten wir das Video nicht beenden. Deswegen beende ich es jetzt mal. Ich bedanke mich an alle, dass alle da waren, dass alle mitgemacht haben. Bei einer Motto-Party ist es nicht selbstverständlich. Ja, ich bin dankbar für jeden, der in meinem Leben ist und es bunter macht. Ja, das wollte ich noch sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich hoffe, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne unseren Kanal und ding, 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 nicht die Glocke dabei vergessen. Ciao!